Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 4 vom Clan Libanon Elite. Und ja, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video. Hier ist der Clan-Chef von meinem Clan in Call of Duty Libanon, Agent 007 oder wovor. Oh Mann, moin, moin, Mann hier. So, ich wollte eigentlich nur sagen, wie das eigentlich ist, weil ich weiß, erstmal, ihr. Ich weiß, dass ihr Montana Black 88 feiert. Warum hat das so viele 100.000 Abonnenten? Weil natürlich viele Leute nach einem Idol auf der Suche sind. Die versuchen natürlich, ja, sie suchen nach einem Idol. So, wollen wir gefangen spielen oder Vollgas? Nee, Armada können wir zocken. Sicher, ja. Wir spielen heute Armada. Und YouTube Gamescom hat heute mal was vorbereitet. Und zwar Agent 007 oder Woffer, der ja von Montana Black 88 auf YouTube, ja, ich kann es nicht anders sagen, bloßgestellt wurde. Und warum darf ein großer YouTuber so etwas machen? Und natürlich kommt Montana Black 88 an und sagt, hey, ich habe ihn beleidigt. Oder er hat mich beleidigt, Agent 007 oder Woffer hat mich beleidigt. Was überhaupt nicht stimmt. Was, also. Man sieht nur das Video, aber auch wenn man jemanden beleidigt, ist es denn in Ordnung, einen auf YouTube zu stellen? Nein, ist es nicht. Ne, es kommen ganz viele, ich sag's nicht anderes, als Kinder an und Jugendliche, die dann versuchen, Agent 07 Modern Warfare zu beleidigen. Da kommt zum Beispiel Montana Black Army und Montana Black Army findet dich, mach dich fertig und so Sachen. Was für eine Armee! Wo ist denn da eine Armee? Ich sehe hier keine Armee. Wie will eine Armee einen fertig machen? Das sind kleine Kinder ohne Schulabschluss, die noch in der Schule sind. Eine Armee zu bilden. Also, langsam denke ich mir wirklich, was ist hier eigentlich los hier auf YouTube? Was ist denn los? Werdet ihr immer mehr zu dem YouTuber? Ihr könnt doch keinen als Idol haben, der einen auf YouTube bloßstellt. Sorry, also, da verstehe ich das nicht. Und was mich einfach auch ein bisschen enttäuscht, sind, dass viele muslimische Kinder dann auch noch anfangen zu beleidigen. Kann ich absolut nicht verstehen. Ne? Die fangen dann auch an mit YouTube und machen dann einen auf Montana Black. Kann ich nicht verstehen. Wie kann man so eine Sünde begehen, Alter? Ne? Wenn das eure Eltern, euer Vater mitbekommen würde, der würde euch sowas von die Fresse polieren. Das gibt's gar nicht, Alter. Der würde euch sofort in ein Flugzeug setzen nach Syrien. Aber ein Rückflugticket, das gibt es da nicht mehr. So. So. Agent 007 Warfare ist ein ganz lieber Mann. Wie er heißt, wie er aussieht, das verrate ich alles nicht. Bei mir ist alles top secret. Bei mir wird überhaupt nichts verraten. Ne? Und, gut, ihr wisst, wie ich heiße, das interessiert mich alles nicht. Ich will euch noch mal eins sagen hier. Ihr dürft euch nicht immer die falschen Idole aussuchen. Ich verstehe es, ihr seid teilweise noch jung und ihr sucht ein Idol. Und das sucht ihr natürlich auch einen erfolgreichen YouTuber, der coole Sprüche auf Lager hat. Und irgendwas mit Wichsen und mit aktiv. Und das mögt ihr wahrscheinlich alle. Und dann noch einen, der sein Leben postet, wie toll und wie schön er lebt. Aber ist das das reelle Leben? Ist das wirklich das Leben, was man haben muss? Also, wisst ihr, ihr werdet irgendwann mal erwachsen werden und ihr werdet diesen YouTuber nicht mehr feiern. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr werdet nämlich erwachsen sein und dann werdet ihr feststellen, dass es, ja, dass ihr denkt, oh fuck, Alter, hab ich den echt gefeiert? Wisst ihr, ihr seid noch mitten in der Schule. Ihr habt wahrscheinlich wenig Geld zur Verfügung. Und dann schaut ihr solche YouTuber an und ihr guckt auf YouTube, boah, was macht der Geile? Boah, der macht mit Elotrix was. Oh, der macht mit dem was. Oh, der ist so cool, Alter. So gern wäre ich auch. Da muss ich gleich mal was von ihm kaufen, von seinem Shop, um die Coolness abzubekommen. Ihr seid dadurch nicht cooler. Das müsst ihr auch wissen. Und, das ist eigentlich das Schlimmste, was Montana Black gemacht hat, einfach einen auf YouTube zu stellen, mit Stimme, mit Ton und allem, und dann noch einen schönen kleinen Titel reinzumachen.
Und jetzt wird Agent immer wieder beleidigt. Ein reeller Mensch, ein echter Mensch aus Fleisch und Blut wird beleidigt von kleinen Kindern. Das ist eigentlich lustig. Ich feiere mir eigentlich auch den Arsch ab, dass es wirklich so viele Dumme gibt, die schreiben Montana Black Army und ich mach dich fertig. Das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis von den kleinen Kindern. Und da denke ich mir auch, oh scheiße, die werden mal auf der Straße leben. Aber eins ist sicher, ich werde euch auf jeden Fall einen Euro zustecken, wenn ihr irgendwann mal auf der Straße seid. Weil so enden die Leute. Keiner wird euch irgendwie eine Jobmöglichkeit geben, wenn ihr so weitermacht und weiter so Zeug schreibt. Ne? Ihr solltet euch auf eure Schulbildung konzentrieren. Weil Bildung ist Macht. Und das solltet ihr irgendwann mal lernen. Und ihr solltet endlich mal lernen, richtig zu schreiben. Und nicht so Blödsinn zu schreiben. Aktiv und was weiß ich. Aktiv, das ist aktiv. Es gibt radioaktiv. Es gibt, ja, radioaktiv. Radioaktive Strahlung. Da kann ich euch viel drüber erzählen, aber hey. Aktiv und yo, ey, Mann, Alter. Aktiv, da. Moin, moin, ey, ja. So, Alter. So komische Sprache halt. Kann ich absolut nicht verstehen, dass man so redet. Komm her, Headshot. So, wollte es einfach nochmal machen, dieses Video. Aber es wird wahrscheinlich nichts bringen, weil ihr wahrscheinlich alle noch Kinder seid oder noch in der Pubertät und sowieso nichts anderes kennt als YouTube. Aber vielleicht hilft es, den ein oder anderen YouTuber mal ein bisschen wach zu rütteln und dass er merkt einfach, dass man nicht jeden feiern sollte, der viele hunderttausende Abonnenten hat und auch nicht alles glauben sollte, was ein anderer YouTuber behauptet. Ich kann nur sagen, Agent 07 oder Warfare, ich habe viele Stunden mit ihm verbracht, habe mit ihm schon persönlich telefoniert und was soll ich sagen? Ein ganz lieber Mann. Ganz lieber Mensch. Und ihn zu beleidigen, das grenzt an Dummheit. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ihr dumm seid. Doch, ihr seid dumm. Die Leute, die Agent 07 oder Warfare beleidigen, sind dumm, weil sie nicht nachdenken. Weil sie ihn überhaupt nicht kennen, weil sie einen YouTuber sehen und denken, ach, das muss schon stimmen. Das ist traurig. So geht Deutschland langsam unter, so geht die ganze Welt unter. Ne? Ne? Genau das ist ja auch das, das sage ich jetzt nicht. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Ich will eigentlich nur die Botschaft vermitteln. Glaubt nicht alles, was einer sagt, auch wenn er viele hunderttausend Abonnenten hat, viele Likes hat. Es geht um die Menschlichkeit. Das vermisse ich auf YouTube langsam. Also es gibt viele Leute, die menschlich sind, aber einen auf YouTube zu stellen, wie Danny Burnish das damals getan hat, das ist nicht menschlich. So, haut rein, bis dann und ciao. Und ich mache jetzt hier noch ein paar Kills. Könnt mich gerne adden auf der PS3, YouTube Gamescom, PSVID, Agent 07 oder Warfare könnt ihr auch gerne adden. Wird mit euch auch gerne zocken und da könnt ihr endlich mal ein positives Bild von ihm sehen. Und eine Entschuldigung ist auf jeden Fall angebracht. Ne? Dann könnt ihr eure Ehre wieder mal herstellen. Zumindest die muslimischen Kinder können das gerne mal tun. Haut rein, ciao.